Herzlich willkommen zu Der Tag auf Ländl TV. Die Tore sind offen, die Besucher strömen in die Messe Dornbirn. Die 73. Herbstmesse hier im Messeareal ist eröffnet. Die Eröffnung zeigen wir Ihnen in den Meldungen des Tages. Die Herbstmesse öffnet die Türen. Großer Besucherandrang an Tag 1, das heißt erste Prüfung fürs Sicherheitskonzept. Wieder sind zahlreiche Aussteller vertreten und es gibt viel auf dem Messeareal zu entdecken. Bis Sonntag stehen die Messetüren offen. In diesem Sinne, zum Wohl! Ja, Dr. Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit, ist momentan auf Besuch im Ländle. Gestern war er zu Gast in den Dornbirner Jugendwerkstätten, wo die Jugendlichen auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Wir waren auch dabei. Martin Kocher zu Besuch in Vorarlberg. Dabei konnte er sich ein Bild der Jugendwerkstätte und deren Arbeit im Ländle machen. Wenn es um berufliche Perspektiven von Jugendlichen geht, sei für den Arbeitsminister klar, dass es eben entsprechendes Angebot braucht, um alle in den Arbeitsmarkt integrieren zu können. Und deshalb ist es so wichtig, Einrichtungen zu haben, die junge Menschen an den Arbeitsmarkt langsam heranführen und sie begleiten auf diesem Weg, weil es dann auch sehr, sehr viele schaffen. Wenn das nicht so wäre, hätten wir junge Menschen, die am Arbeitsmarkt nicht vermittelbar sind und über lange Zeit außerhalb des Arbeitsmarktes bleiben und damit auch soziale Probleme verbundene und natürlich auch für die Betroffenen ein riesiges Problem. So geht die Integration in den Arbeitsmarkt vonstatten mit diesen Jugendwerkstätten, mit anderen Einrichtungen, und ich halte das für ganz, ganz wichtig. Außerdem im Gespräch die Situation am Arbeitsmarkt sowie die Debatte zum Arbeitslosengeld. Am Schluss müsse ein gutes Gesamtpaket stehen, mit dem Ziel, Einkommen besser absichern zu können. Das hieße, dass es anfangs durchaus ein höheres Arbeitslosengeld geben könne. Dennoch wolle man bundesweit auch Beschäftigungen fördern und die Vermittlung beschleunigen. Für Menschen, die zwar arbeiten können, aber zum Beispiel nicht wollen, soll die Reform klare Regeln schaffen. Wird es dafür Betroffene unbequemer? Unbequemer nicht, aus meiner Sicht. Es geht um eine Differenzierung und es geht darum, dass es klare Regeln gibt und dass es, wenn es zum Beispiel so etwas wie eine Staffelung des Arbeitslosengeldes gibt, auch Signale gibt, richtige Signale auf der einen Seite. Gleichzeitig aber auch, das ist mir auch sehr wichtig, auch die Verpflichtung von uns und dem AMS, Vermittlungsbemühungen zu setzen und alles daran zu setzen, dass Menschen gute Jobangebote bekommen. Und wenn jetzt jemand mehrere gute Jobangebote nicht annimmt, naja gut, dann ist klar sozusagen, dass es auch eine Sanktion geben muss, eine Folge daraus geben muss. Aber das gibt es jetzt schon und die Frage ist genau, wie ist das am besten ausgestaltet. Aber auch das wird Teil der Reformdiskussion sein. Es ist interessant, weil das AMS hat heuer zum Beispiel das Ziel, möglichst viele Stellen mit über 2.000 Euro brutto zu vermitteln. Wie sind da die ersten Erfahrungen damit? Ja, wir haben zum ersten Mal seit Jahresbeginn dieses Ziel festgelegt, weil wir gesagt haben, es geht ja nicht nur darum zu vermitteln, es geht auch darum zu schauen, wie ist die Qualität der Stellen, die vermittelt werden. Und ein Maßstab dafür ist die Höhe des Lohnes und wir werden uns das weiter anschauen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir versuchen, möglichst viele Menschen auf gut bezahlte Jobs mit guten Arbeitsbedingungen zu vermitteln. Was ist denn einem arbeitslosen Menschen zumutbar, um zu einem neuen Job zu kommen? Wir haben ja recht ausdifferenziertes System von Zumutbarkeitsbestimmungen. Sie haben häufiger gesprochen über die Wegdistanz, das ist einer der Aspekte. Da kann man sicher darüber sprechen, ob das optimal ist so und wie das genau geregelt werden soll. Aber es gibt ja auch andere Zumutbarkeitsbestimmungen, was die Höhe des Entgelts betrifft, was den Berufsschutz betrifft. Auch da geht es wieder um das Gesamtkonzept. Und jetzt kommen wir zurück in die Normalität am Arbeitsmarkt. Und da müssen wir diese Sanktionsmöglichkeiten wieder so nutzen, wie sie davor existiert haben und auch die Zumutbarkeitsbestimmungen so exekutieren, so einsetzen, wie das davor der Fall war. Und ich glaube, das macht durchaus Sinn. Und dann kann man diskutieren, auf der einen oder anderen Stelle müssen die etwas schärfer sein oder sind sie vielleicht sogar zu scharf. Also ich will da jetzt gar nicht vorgreifen in der Diskussion, das wäre auch zu früh noch. Für den aktuellen Arbeitsmarkt in Österreich spricht sich Kocher optimistisch aus. Die Erholung sei um einiges stärker ausgefallen als erwartet. Spätestens 2023 sollte das Vorkrisenniveau erreicht werden.
Der Unterricht an Schulen und Ausbildungsstätten hat wieder Fahrt aufgenommen und wir haben uns gefragt, was ist den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern wichtig? Matura, Studium oder Hauptsache arbeiten? Wir haben uns auf der Straße mal umgehört. Ja, ich finde Matura schon wichtig, weil man da einfach weiter vorankommt im Leben. Auch sehr wichtig. Bildung ist das Allerwichtigste. Sehr wichtig, ganz. Ausbildung Nummer eins. Kann man natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Ausbildung ist ganz, ganz wichtig. Oh, naja, dann. Auch mit einer Lehre, aber man muss dann Umwege gehen, um dann ein Ziel zu erreichen. Hängt davon einfach da ab, wie das Kind gestrickt ist, wie es aufwächst, wie es sozialisiert ist. Denke nicht mit Zwang und kann kein Kind zwingen, also wenn es einfach nicht geht. Eine Lehre ist genauso wichtig. Ja, es ist sowieso wichtig, dass wir Handwerksberufe lernen. Ne? Also ich denke, dass das relativ simpel ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und was ganz wichtig ist, da mal eine Ausbildung überhaupt zu haben. Ich finde, dass es sehr wichtig ist, weil auf dem weiteren Weg für die Jugendlichen, da stehen mehrere Türen dann offen, als wir eine normale Ausbildung hatten. Und das ist eigentlich ein wichtiges Kriterium, meiner Meinung nach. Nein, ist nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Das kann man auch mit einer Lehre, man kann sie aufschaffen. Oder? Total. Also das muss nicht unbedingt ein Studium sein. Nicht unbedingt ein Muss, speziell in der heutigen Zeit, weil ich sage immer, Handwerk hat goldenen Boden und inzwischen gibt es auch im Handwerk viele Möglichkeiten. Wenn jemand lieber weiß ich nicht, eine Lehre als Koch machen will, dann soll er bitte das machen. Wenn jemand studieren gehen will, dann ist die Allgemeinbildung der Matura wirklich unumgänglich. Aber diese Entscheidung muss jedes Kind für sich treffen oder jeder junge Erwachsene in dem Fall. Ich kenne zum Beispiel einen jungen Bursch, der war Maurerlehrer, hat eine Polierschule gemacht, dann war Innenarchitekt, Außenarchitekt, das ist der Firmenleiter bei einer großen Baufirma. Also die Wege stehen offen, würde ich sagen, auch bei einer Lehre. Es geht darum, dass wir allgemein gebildete Kinder ausbilden. Jeder soll selber entscheiden. Es obliegt ja dem eigenen, was er machen möchte. Ich finde das ganz wichtig und bei einer Lehre kann man sich auch relativ gut weiterbilden und vieles Neues erfahren. Sehr, sehr wichtig. Bildung, finde ich, ist das absolut Wichtigste, was man Kindern anheimgeben kann und was sie vorbereitet aufs Leben und was sie selbstständig und unabhängig macht, ist für mich das absolut Wichtigste überhaupt. Ja, und das war der Tag auf Ländle TV. Mit dieser Aussicht über Dornbirn lassen wir Sie nun allein. Eine Aussicht haben wir aber noch für Sie, nämlich das Kachelmann-Wetter. Das war's von uns. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Dornbirner Herbstmesse. Wieder ZEMKO am Messequartier Dornbirn vom 8. bis 12. September. Es bleibt bis zum Wochenende bei spätsommerlichen Temperaturen, allerdings wird es labiler und das Schauer- und Gewitterrisiko steigt. Am Donnerstagmorgen und Vormittag sind über dem Unterland und Vorderwald bereits erste lokale Regengüsse oder kurze Gewitter möglich, sonst startet der Tag noch trocken und sonnig. Es ist mild mit 12 bis 17 Grad, bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf spätsommerlich warme 23 bis 25 Grad. Zwischen Kleinwalsertal, Hinterbregenzer Wald, Tannenbergregion und Arlberg sind gegen Abend einzelne Gewitter möglich. Sonst bleibt es aber trocken und freundlich. Am Freitag und am Wochenende hält das spätsommerliche Wetter an, mit Temperaturen jeweils um die 25 Grad. Es gibt täglich da mehrere Sonnenstunden, allerdings auch immer wieder lokale kräftige Regengüsse und Gewitter. Vor allem im Bergland sowie bevorzugt in den Nachmittags- und Abendstunden kann es nass und kühler werden.